Sardale, Mahlzeit, hallo, herzlich willkommen. So, wir gucken jetzt nochmal hier. Nachwuchsentwicklung, verpflichtet mindestens zwei Spiele unter 20 haben mit einem Potenzial, das im Durchschnitt ein Gesamtwert. Willst du mich verarschen? Zwei Spiele Alter, und was ist, wenn ich das nicht schaffe? Ein Spieler für die Jugendakademie, da müssen wir doch noch, ne? Da müssen wir doch auf jeden Fall für die, ne, Jugendstab. Nachwuchsmannschaft, da müssen wir doch tatsächlich an Ei stellen. So, wen nehmen wir denn? Wen haben wir denn hübsches? Jo, den Schweizer. Benjamin Müller, kennst dich aus. So, für 4 Millionen machen wir auf keinen Fall was. Wir nehmen. Erfahrung. Ja, wir müssen den theoretisch fast nehmen. Ne? Sehr schön. Scout verfügbar. Da bauen wir doch gleich mal ein Netzwerk auf. Was für eine Region nehmen wir denn? Nehmen wir die Region, die ist am besten. Es ist Belgien. Dann probieren wir es mal mit dem guten alten Belgien. Dauer machen wir mal 3 Monate. Typ. Spielmacher, Torwart, Angreifer, Defensivstark. Komm, dann machen wir mal alle. Jo, möchten wir. Und da fliegt er los. Sehr geil. So, Etzler, Rückkehr am 10.11. Aber ist ja bald. So. Profiltransferbudget, kennst du dich aus, ey. Bist du bescheuert. Ach, plangemäß 70. Okay, Magenpräsenz verpflichtet einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft. Das müssten wir hinkriegen. Nachwuchsentwicklung halt, ne? Da bräuchten wir halt. Aber okay, das sehen wir ja dann schon. So, wir klicken weiter. Scouting-Netzwerk. So, Turnierpreis, Geld 1,2 Millionen immerhin. Dann die Leistung. Schade, dass sie es nicht die überwiegende Gruppenphase geschafft haben. Wir vertrauen immer noch auf die Saisonerwartungen erfüllen. Ja, bleibt euch ja nichts anderes übrig. Müsste ja auch dumm laufen. Gutui Sakai, wie viel habe ich da geboten gehabt? Millionen, wir unterbreiten mal ein neues. Und das sind wir heute mal ganz spendend. 8, die wollen 5,5. Ja, dann hast du. Du kennst dich aus. Dann hat sich das erledigt, hat er gemacht. Dann hat sich das erledigt. So, wir nehmen. Komm, bevor dann wieder die Folge heute wieder richtig ordentlich lang wird, nehmen wir mal wieder die Mannschaften oder die Spiele, die wir gestern gehabt haben. Ja, zweimal A, einmal B, passt schon. Enge Ballführung, mein Gott, schaust du an. Schaust du an. So. Dann simulieren wir weiter. Das müsste eigentlich noch ein bisschen. So, Nathan Aké. Ah ja, genau. 72. Das könnten wir mal gucken, ne? 72. Komm, machen wir mal trotzdem 2 Millionen. Wert ist 2,8. Aber ich glaube, da werden wir doch einiges hinbrettern müssen. So. Pino, alter Hund. So, dann haben wir mal das mit dem Aké weg. So, was? Aus folgendem Grund können wir leider nicht zustimmen. Weder sind wir interessiert an Angebot noch halten wir die Höhe des Angebots für angemessen. Oh, ach, aber dafür haben wir einen Sar. So, komm, Angebot absenden, Freunde der Sonne. Angebot absenden, hat er gemeint. Sehr schön. So, Ausleihe, Gehalt, Leihdauer, 2 Jahre. Yeah! Herzlich willkommen, Marian Saar. Endlich einen gescheiten Innenverteidiger.
Ja, dann werden wir da vermutlich doch den einen oder anderen ein bisschen, ne, waschen. Wenn wir das gleich mal umstellen in der Mannschaft. Dieser Mark Reiter, wo kann der noch spielen? Nur Innenverteidiger. Was ist denn das für ein Lackling der Bulthäus? Ah, nur Innenverteidiger, was könnten die überhaupt? Was könnten die überhaupt? So, Miso Bretschko raus. Und Marian Saar rein. Dann tauschen wir noch die beiden. Hofland, was ist der Hofland? Der kann auch nur Innenverteidiger. Wieso können die alle gar nichts sehen? Hauptsache nur eine Position. Ey. Kein Wunder, wenn der Club so schlecht ist. Ja, da fehlt die Flexibilität, würde ich mal sagen. Würde ich mal behaupten auch. So, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Hat er gemacht. Transferabgebot abgelehnt. Ja, den werden wir auch gar nicht mehr uns holen oder zumindest versuchen, ihn zu holen. Da ist der Zug abgefahren. So, Angebot akzeptiert. Ja! Pinola! 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 Nice! Gehalt pro Woche will der 20, kriegt er. Länge 3 Jahre Reue im Kader. Wichtige Stammspieler, Rotationsspieler. Ja, wichtig für die erste Mannschaft natürlich. Angebot absenden. Ich werd bekloppt, wenn das klappen würde. Ich werd bekloppt, wenn das klappen würde, liebe Freunde. Yes, das na. Das wäre ja jetzt doch wirklich ein starkes Stück. Junge, Junge. So. Abschlussbericht zu Mitchell Weiss. Ich weiß es nicht. Das Marsch wird es 7 Minuten. Ich glaube, wir machen heute nur mal so. Hm? Ah, Mitchell Weiss, Alter. Miloš Veljković. Den Nasa Alici, ach, den hatten wir ja schon, ne? Kbamin. Kessler, Lindl. Niklas Landgraf, ist das ein Willi Landgraf, sei Sohn? Was ist das, Anna? Wie gut ist der? Was ist das für eine Nationalität? Naja, Maric. Tobias Sibyl, der ist in Gladbach. Jesus, na. Laszlo Kleinheise. Heißle. Ja, aber das ist nix. Ach, das ist so, ne? Ja, Tabare. Was geht mit ihm ab? Der ist jetzt gekommen. Okay. Okay, dann können wir das mal wachsen. So, Scoutbericht können wir auch wegtun. Nasser Alici können wir auch wegtun. Und Bournemouth. Angebot abgelehnt. Ja, dann können wir das auch weglassen. Wir haben jetzt 2 defensive Spieler geholt. Das müsste eigentlich passen. Trainieren müssten wir eigentlich auch noch, ne? So, Republik Irland abgegrast. Warum denn? Hat doch keiner gesagt. Ach, der Baumann wurde es, ne? Gut. Dann hätte ich doch gesagt, probieren wir es trotzdem nochmal. Probieren wir mal Schweizer. Dann schauen wir mal, so, sehr schön. Angebot akzeptiert! Herzlich willkommen zurück. Oh, ich freue mich gerade. Herzlich willkommen zurück, Javier! Pinola, 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 Pinola. Nice! Javi Pinola! Bist du bescheuert, ey? Ja, bin ich. So, Pinola, Alter, fick dich, ey. Leck mich am Arsch. Sehr nice. Sehr, sehr nice, Freunde. Sehr, sehr nice.
Jo. Hat sich doch gut. Miso Brečko, Sepsi ist jetzt weg, ne? Das ist auch nicht schlecht. So, Jakob Silvestri, ich weiß nicht. Den werden wir mal, denke ich mal, fürs linke Mittelfeld bräuchten wir noch was. Oder was haben wir da im linken Mittelfeld? Okay, Herche. Ja, da hätte ich doch noch an, ne? Gislason, was? Wir werden jetzt mal. Komm, Freunde, dann machen wir heute. Alter, Wahnsinn, ich freue mich gerade richtig. Aufstieg ist der Schlachtruf der Fans vom Club. Meiner aktuell, der Club ist Adept. So. Transfer, Spieler verkaufen, hat er gemacht. Möchte ich aber nicht ganz, denn ich würde doch den Mühl, ne? Das könnte auch ein Viech werden, Freunde. Junge, der Mühl oder Mühl könnte ein Viech werden. Möwald, Silvestre, Kembe, wen könnten wir mal raus tun? Genau, Gislason. Den setzen wir mal auf die Leihe und dann schauen wir mal. Rudi Gislason. Und Nesewitsch, den lassen wir auch noch mal trainieren für ein Jahr. Woanders. Ansonsten, ja, schauen wir doch noch mal, ob wir vielleicht doch den ein oder anderen Mittelfeldspieler, linkes Mittelfeld bräuchten wir halt, ne? Linkes Mittelfeld hat er gemacht. Levent Ajicek. Nabil Enis Ben Hatira. Wir kommen ja, wir machen jetzt einmal was. Der ist nur verliehen an die 60er. Ja, den können wir vergessen. Den Baui. Seit 2016. Ah, das ist nichts. Kayubi, Maxim, Choupo-Moting. Caligiuri, von dem halte ich ja so viel. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Ich glaube, ich habe schon. Emil Forsberg. Von RB, wir lassen ihn mal beobachten und stellen mal eine Anfrage. Michael Grigoric. Haraguchi. Jairo. Jairo ist auch so ein Viech, ne? Ach, komm, wir lassen ihn mal so beobachten, dann gucken wir mal, was er kann. Salomon Kalou, ach 15 Millionen. Florian Kainz, ah Österreicher. Sonny Kittel, Felix Klaus, der wird auch unbezahlbar sein. Aber auch erst 2016 gekommen. Admir Memedi, Christopher Nöde. Der Nöte spielt bei Bielefeld, aber der ist jetzt auch neu gewechselt. Der Brit Robert Pich. Ja, Reus, Alter. Sercan Sarara. Usami könnte vielleicht noch mal Inter. Ja. Gamba Osaka, kannst du vergessen. Für 12 Millionen, da brauchst du nicht großartig was mit dem Scout machen. Hiroki Yamada. Okay, schade, schade. Wir bräuchten einen linken Mittelfeld. Vielleicht, wenn wir hier noch was machen. Am besten mal einfach alle machen. Und dann sehen wir mal, was da rauskommt. So, was haben wir denn Hübsches? Matthias Alberto, Frank,
Ay, Ciampango, hey, da kommt Fabi ins Spiel, den probieren wir mal, wo ist denn der Barriere, ist die andere Licht? Komm, wir lassen ihn mal, wir brauchen halt eigentlich ja nur für die Bank, ne? Aber wir bräuchten halt einen guten Backup dann für den Leibold. Das sind ja alles Inder, Alter. Ne, Saudi ist das. Die heißen alle Al. Ja, bei allem Respekt, ich glaube aber nicht, dass die Albrighten. Mark Albrighten. Vom englischen Meister. Komm, wir machen mal eine Anfrage. Ich glaube, da werden wir sowieso nichts bekommen. Von daher. Ach, ist das geil. Ryan Babel. Hat er einmal in der Bundesliga gespielt? Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel, ne, dass wir jetzt in Binola wiederholen. Cool haben. Dann haben wir doch, muss man doch sagen, eine recht gute Mannschaft beieinander eigentlich. Leonardo Bittencourt. Oh, Bismarck ist auch dabei, sehr schön. Ach ja. Boah, ich bin schon ein wenig heiser vom Ding. Ist jetzt gerade das vierte Spiel. Ist gerade das vierte Spiel, aber wir zocken jetzt mal ordentlich durch hier, irgendwann. Kajubi. Nestor Calderon. Carlsen. Alex Castro. Von den Kaiser Chiefs, der schaut ja auch wild aus, ne? Ach. Okay, mehr haben wir da auch nicht. Okay, dann. Wieso bin ich nicht verbunden? Jetzt verbinde ich mal wieder nochmal schnell. So, Etzertle. Stufe 37, kennst dich aus. So, weißt du was? Wir switchen doch nochmal. Nein, ich wollte doch trainieren, die Jungs. Ich wollte doch die trainieren. So, Albrighten, 10,5 Millionen. Danke fürs Gespräch. Jetzt sind wir auf 78 runter. Leck mich fett. Was hat es zu bedeuten? Man weiß es nicht. Mit 80 habe ich angefangen, ist noch nicht mal die Saison. Was schon? Komm, vorherige Mannschaft nochmal. Quatsch. Wir wechseln aus, hat er gemeint. Matthausch jetzt. Dribbling-Parcours. Dann. Rakowski. Was? Außenverteidiger nur noch einen. Ja, aber dafür haben wir die anderen verstärkt. So. Pinola, Freunde der Sonne. Defensive, kennst dich aus. Und wieso Brečko, wieso soll man trainieren lassen, wenn er sowieso nicht spielt, hat er gemeint. Kammerbauer wäre doch mal so ein Viech. Na komm, den machen wir. Etzler, sehr schön. Wir lassen die Jungs trainieren und Kammerbauer mit B, Pinola mit D, komm, scheiß drauf. Eieiei, freue mich gerade echt wie ein Schnitzel. Freue mich gerade tierisch, dass Pino wieder mit am Start ist. So, Ihre Anfrage zu Emil Forsberg, danke fürs Gespräch. Jo, dann hätte ich doch gesagt. Oh, Jakub Silvestre. Kauf. Jakub Silvestre. 1,35 Millionen. Und dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal, vielleicht bekommen wir da noch ein bisschen gutes Geld für ihn. Man weiß es nicht. So, hätte ich doch gesagt. Lesen wir noch das jetzt, was wir im Büro haben. Transferangebot für Jakub Silvestre. Okay, die können nicht zu viel investieren.
Dann machen wir nicht 10 Millionen nett. Dann machen wir nochmal ein freundliches Gegenangebot. Dann kommen wir den jungen Damen und Herren entgegen und sagen nochmal 1,2. 1,2. Eigentlich wäre es schon nicht schlecht, ne? Abschlussbericht von Albrighton. Ja, 76, das Viech, ey. So, was haben wir hier? Abschlussbericht. 74, Wert 19. Wert 4,6 natürlich. Ja, okay. Haben wir den eigentlich geholt? Okay, nee, ne? Gut, dann haben wir das auch. Sehr schön. Wisst ihr was? Wir drücken nochmal weiter. Ich muss mal schauen, wann unser erstes Spiel eigentlich ist. Jetzt haben wir gerade mal Juli. Ne, jetzt haben wir August. Jetzt haben wir August. Müsste doch bald das erste Saisonspiel geben. So, Herr Morlock. Gebotene Transfersumme 1,1. Freunde, da komme ich euch nochmal ein kleines bisschen entgegen mit 1,1. So, Trainingsverletzung. Was ist jetzt schon wieder passiert? Cedric Deuchert fällt für 6 Wochen aus. Okay, dann gehen wir nochmal in die... Ja, aber Teuchert hat ja... Ich weiß nicht, ist der auf der Ersatzbank? Nee, der war nur Reservespiel. Okay, dann passt es ja. Dann passt es ja. So, Emil Forsberg können wir mal weg tun. Abschlussbericht zu Kairo. Ja, 9 Millionen. 77 habe ich jetzt. Was ist denn hier los? Wie es ausschaut, muss ich dringend... Muss ich schleunigst, Freunde, muss ich hier langsam Siege einfahren. Oh, gegen Hannover. Freunde, dann morgen, in der morgigen Folge. Jetzt haben wir auch schon wieder... Ja, gute 22 Minuten, das ist okay. Nein, jetzt holen die den Silvesterrenner, dann leckt er mich am Arsch. Ganz ehrlich, dann leckt er mich am Arsch. Wir simulieren jetzt noch einmal geschwind nach vorne. Eieiei, erstes Saisonspiel gegen Hannover 96. Schlimmer hätte es nicht kommen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Freunde, ich sag, ja, danke fürs Zuschauen. Bye, bye und bis morgen zu FIFA 17. Jetzt sind wir schon wieder ein Jahr älter. Zu FIFA 17 und bei Hannover 96, erster Spieltag. Das wird ein Knaller werden. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, danke, dass du eingeschaltet hast. Macht's gut. Servus.